Noch immer suchen die Rettungskräfte nach Überlebenden unter den Trümmern. Das Industriehochhaus war am Mittwoch in der Nähe der Hauptstadt Dhaka in Bangladesch eingestürzt. Mindestens 270 Menschen sind ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten liegt bislang bei etwa 1000. Wir Feuerwehrleute arbeiten Tag und Nacht. Letzte Nacht haben wir 35 Menschen rausgeholt. 25 von ihnen waren noch am Leben. Wir werden weitermachen, bis wir alle gefunden haben. Angehörige der Verschütteten gruben mit bloßen Händen in den Trümmern. In dem Bau waren viele Läden und Textilwerkstätten untergebracht. Rund 3000 Menschen haben dort gearbeitet, obwohl der Bau als unsicher galt. Viele von den Firmen waren Lieferanten europäischer und amerikanischer Einzelhandelsketten. Tausende Näherinnen blockierten aus Protest am Donnerstag große Straßen. Sie verlangen, dass die Polizei die Verantwortlichen festnimmt. Diese reichte gegen den Besitzer des Gebäudes und die Betreiber Klage ein.